Hier ist wieder Knurmbulle und willkommen zu einem neuen Part von Paper Mario Origami King. Im letzten Part hat König Olli sich das Schloss, Piets Schloss, unter den Nagel gerissen. Sowie hat dieser König Olli, wie er sich nennt, der Bruder von einer gewissen Olivia, welche wir aus einer Wand in Piets Schloss befreit haben, hat auch Bowsers Schergen unter seine Kontrolle gebracht. Und nun müssen wir uns erstmal aus dieser Tanne befreien. Ah, wo sind wir? Wo ist Falk-Bowser? Ist er mit dem anderen Shy Guy weggeflogen? Aber wohin? Ich würde vorschlagen, wir checken erstmal diese Stelle hier aus. Olivia ist gerade nicht bei dir, da kannst du die Falter damit nicht verwenden. Was? Sie ist nicht bei uns. Aber wo ist sie dann? Zuerst hämmern wir die ganzen Blumen weg, weil, wie wir im Trailer gesehen haben, kann man was mit diesem Origami-Schnipsel machen. Ich weiß nicht mehr genau was, aber man kann damit gewisse Secrets herausfinden. Also herausfinden ist das falsche Wort eben halt. Finden, weil so wichtig sind die nicht. Aber was nun? Ist sie vielleicht irgendwo in den Bäumen? Pass auf! Falls du nicht schwimmen kannst, so wie ich, sollst du da vorne vorsichtig sein, Mario. Siehst du das große Loch dort im Boden? Pass lieber auf, dass du nicht reinfällst. Vielleicht kann man das ja irgendwie reparieren, aber wie? Oh, jetzt habe ich's. Hier, fang! Ein leerer Schnipselbeutel. Oh je. Hast du diese bunten Papierfetzen gesehen, die du aus den Blumen gerieselt sind? Oder gemmert hast, als du heruntergefallen bist? Das sind Schnipsel. Alles hier besteht aus Papier, also ist natürlich auch jeder Schnipsel ein kleiner Teil unserer Welt. Und deshalb dachte ich, wenn du genug Schnipsel sammelst und sie über dem Loch verteilst, könnte man so ein Problem beheben. Gar nicht mal so eine doofe Idee. Siehst du das kleine Symbol, das gerade funkelt? Es zeigt dir, wie viele Schnipsel du gerade besitzt. Probier doch mal mit einem Hammer von Blumen, Grasbüschen und Bäumen ein paar Schnipsel loszuklopfen. Und wenn du damit fertig bist, müsstest du mich noch mal retten, okay? Tut mir leid. Genauso wie Peach müssen wir auch Olivia retten. Jo, Mario, ich glaube, du hast es nicht einfach. Aber Mario, ich glaube, jetzt hast du genug Schnipsel gesammelt. Geh doch mal zu dem Loch, aber sei ganz vorsichtig. Man kann nie genug Schnipsel haben. Deswegen. Also, ich glaube, dass dein Beutel schon voll bis oben hin ist mit Schnipseln. Geh doch einfach mal zu dem. Ja, ist doch gut, aber ich will trotzdem noch welche aufnehmen. Ist das okay? Weil, wie gesagt, genug kann man nicht haben. Und diese sind, glaube ich, dann auch für später wichtig. Deswegen. So, dann wollen wir mal die Stelle fixen. Gut, und jetzt sollst du dich recht nah an dieses schaurige Loch stellen. Und wenn du bereit bist, drückst du ZR, um Schnipsel drüber zu kippen. Ja, ZR. Ha, ZR. Buah, ja, wuhu. Soundeffekte sind keine Pflicht, aber äußerst empfehlenswert. Wenn du meinst. Nein! Das ist schon. Was? 7 Schaden? Nimmt man? Nein, so geht es nicht. Du musst schon das machen, was ich dir sage. Okay. So meinst du. Hat es geklappt? Es klingt zumindest so, als hätte es das.
Tja, wenn es aber funktioniert hat, sollte es auch bei allen anderen grundlosen Löchern hinhauen. Nämlich eine Optimistin. Da haben wir beide was gemeinsam, auch wenn ich nicht ganz der Optimist bin, muss ich sagen. Aber natürlich immer positiv denken. Ist ganz wichtig. Vertraut mir. Oh nein, ich hoffe, dass du mich nicht nur mit diesem Moment in Erinnerung behältst. Könntest du mir vielleicht helfen, meinen Kopf hier rauszuziehen? Und schau mal bitte nicht an eine gewisse Stelle, das wäre schön. Puh, das hört sich schon viel besser an, danke. Gut, also wo sind wir hier? Hier ist niemand, den wir nach dem Weg fragen können. Das könnte ein Problem sein. Aber wir können die Gegend hier etwas erkunden. Ich weiß nicht, ob ich dir eine große Hilfe bin, aber wenn du X drückst, was ich dir schon mal gesagt habe im Peach Schloss, können wir jederzeit plaudern. Ich werde mein Bestes geben. Werde ich wahrscheinlich nur selten in Anspruch nehmen, falls ich halt wirklich mal überhaupt nicht weiter weiß. Aber das sollte nicht passieren. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt ein paar Schnipsel wieder einsammeln, die wir verbraucht haben, weil diese können uns ja womöglich behilflich sein. Ich hoffe, hier gibt es auch gewisse Sidequests, die man erledigen kann, so wie in den anderen Paper Marios. Wäre schon ganz cool. Oh, hier haben wir auch einen von den Falkkreisen. Ach, das bedeutet, dass mein Bruder schon ganz nach Belieben an dieser Welt herumbastelt. Das sind ganz schlechte Neuigkeiten. Dann wollen wir diese Gelegenheit mal nutzen. Und voilà. Perfekt. Dank Marios Falldame können wir nun hier rüber. Und was ist hier? Ein Pilz. Stellt wahrscheinlich 5 KP her. Ein praktischer Pilz, der Marios KP derzeit auffüllt. Ja, aber wie viel ist die Frage? Huch, Mario, das ist ein Item. Von sowas habe ich mal gehört. Items sind super nützliche Hilfen für Abenteuer. Du kannst dir alle Items ansehen, die du gesammelt hast, wenn du das Steuerkreuz, ja, mit diesem halt das Menü auf öffnest. Drückst du dagegen Y, dann, hä, was drückst du dagegen? Okay, dann kannst du sofort Items auswählen und einsetzen. Super praktisch, oder? Ist schon ganz cool, ja. So kann man gut gebrauchen. Aber ich hoffe, dass wir diesen Pilz nicht in nächster Zeit benutzen werden. Da ich mal davon ausgehe, dass die ersten Kämpfe etwas leichter ausfallen werden. Aber man kann sich nicht sicher sein, wann das denn endlich oder plötzlich zur Gefahrensituation kommt. Aber hoffen wir es mal nicht so schnell. Toll, so eine schöne Aussicht. Ach, die könnte ich mir den ganzen Tag lang ansehen. Allein da oben auf dem Berg. Da. Warte mal, was ist das denn? Das ist doch die Außenanlage vom Pilzpalast, oder? Ich habe gesehen, wie sich die Luftschlangen meines Bruders um den Palast geschlungen haben und ihn in die Luft gehoben haben. Und dann war er weg. Moment, da ist er. Siehst du es? Ganz oben auf diesem weit entfernten Berg? Und es sind immer noch diese ganzen Luftschlangen drum gewickelt. Mein Bruder muss immer noch da drin sein, zusammen mit Prinzessin Peach. Er macht bestimmt schon Pläne. Ich werde dich aufhalten, Bruder. Als deine Schwester, das ist meine Pflicht. Oh, wo wir gerade von Brüdern sprechen. Ich habe eine grüne Mütze und in das Loch fallen sehen, wo der Palast war. Es tut mir so leid, diese Mütze stand deiner Mütze sehr nah, oder? Ich wusste doch, dass ich recht hatte mit der Mütze. Das ist ein großes Problem. Wir sollten schnell dahin zurück, wo sie gefallen ist, hingefallen ist und nachsehen, wie die Lage ist. Und wir sollten auch nach deinem Bruder schauen. Wenn wir schon da sind, ich hoffe, es geht ihm auch gut. Junge, dein Lesen war ich doch gar nicht mal so schlecht. Schon ab dem Kindergarten konnte ich nicht lesen. Was ist denn los? Naja, was soll's. Ich hoffe, Luigi geht es gut. Aber Luigi ist ja bekannt für solche Situationen, dass er ja nicht immer vor allem sicher ist, beziehungsweise dass er eben halt immer der Angearschte ist. Das ist ja kein Geheimnis mehr. Deswegen, ja.
Hoffe ich trotzdem, dass es ihm gut geht. Aber er wird das schon packen. Und ich gehe auch mal davon aus, dass wir genauso ähnlich wie in Color Splash gewisse Stellen mit, also statt mit dem Farbhammer, mit diesen Schnipseln füllen müssen, damit wir die 100% erreichen. Denn ich habe vor, die 100% in diesem Spiel zu schaffen. Ob ich dies schaffe, das wird sich zeigen. Aber ich bin mir da zu 100% sicher, dass ich das schaffen werde. Zwar nicht tadellos, aber ich hoffe, das klappt so rein. Und was ist das? Wo kommt dieses Gelächter her? Was sind das für netter Hammer? Der haut einfach nur alles platt. Wo seid ihr? Hey, warte mal, ist das ein Schnipselbeutel? Krass. Also ein bisschen gefällt mir dieses Spiel. Natürlich habe ich mal in einem Mario Kart 8 Part erwähnt, dass ich, wenn ich dieses Spiel durchgespielt habe, meine komplette Meinung dazu sage, das wird auch der Fall sein, aber bis hierhin ist das Spiel eigentlich ganz in Ordnung. Mal sehen, was es noch so zu bieten gibt. Das war kein richtiger deutscher Satz. Ihr wisst, was ich meine. 1000 Münzen? Sowieso schnell ein Geld kommen. Okay. Kann ich hier vielleicht was machen mit den Schnipseln? Nein. Tatsächlich nicht. Achtung, ein Fremdling. Ist das jemand Gemeines? Aber kein schlechter Mützengeschmack. Der hat Style, Mann. Endlich mal draufhauen, was? Umweltfreundlich geht anders. Die Peter wird nicht stolz sein. Was? Die Peter? Meinst du grün, Alter? Das sind diejenigen, die Ökos als Fans haben. Also nicht, dass ich gegen diese Leute was habe, nein. Aber manches können sie schon unterlassen. Na gut. Was ist das für eine goldene Kugel da oben? Frage ich mich. Was ist das hier? Hat er die Quelle schon gefunden? Was für eine Quelle, Mann. Oh, 10er Münze, danke, Mann. Kommen wir anscheinend noch nicht hoch, okay. Der haut einfach nur alles platt. Was seid ihr denn für Viecher? Kommt raus! Was haben diese Blätter zu bedeuten? Ob er dran zieht? Wenn wir sehen, woran er schon anderes gezogen hat, das sollst du nicht wissen. Alter, dieser Schnurrbart ist so krass! Okay, was bewirkt das? Oh. Von wegen, wir helfen der Umwelt nicht weiter. Was seid ihr für Typen? Denkt ihr, er wird es ausgeknobelt kriegen? Gib ihm bloß keine Tipps. Dieser Noob soll es alleine rausfinden. Ja, macht euch ruhig über mich lustig, aber ich mache ja wenigstens irgendwas. Okay. Oh, was ist das? Eine Feuerblume. Eine welke Feuerblume. Ob Wasser diese welke Feuerblume neu beleben kann? Ich denke schon. Nur, wie kommen wir jetzt zu diesem Teich da hinten? Das ist ja kein Teich, es ist ein See. Also zwischen Teich und See gibt es schon einen großen Unterschied. Aber was ist hier? Kann ich damit was machen? Ah! Ach, jetzt spielen wir Memory oder was? Das war cool. Tja, das war wohl nix. Oh yeah! Ein Schrumpelpilz. Ein verdrückender Pilz, besser ihn um ihn wiederherzustellen. Oh, der hat Skill. Tja, Pech gehabt, du Noob. Krass, Mann. Gar nicht mal so übel.
Hör auf mich auszulachen, Mann. Okay, das war schon mal nicht richtig. Tja. Oho! Tja, das hätte er nicht erwartet, ne? Ich glaube, die Zinner. Nee, geil, bin ich dumm? Die Zinnermütze war doch hier. Tja, was sagt ihr jetzt? Oho! Und ein Powerstern! Gib her, Mann! Ja, yeah, was können wir mit dem machen? Gold! Ist das Glitter? Hey, stopp mal! Ey, das. Der cheatet, Mann! Und was ist das? Ein Pilzpalast Mini! Cool! Ein Schatz Mini? Oh, sind die süß! Warte, du solltest unbedingt mehr von ihnen sammeln, vielleicht sogar alle! Ja, Mann! Gehört bestimmt zu 100%. Werde ich versuchen, alle beisammen zu bekommen, aber das werden wir noch herausfinden. Oder das werden wir sehen, besser gesagt. Also bisher habe ich mir einen kleinen Respekt bei diesen Kerlen eingebracht, aber das ist noch nicht genug. Hier muss ich noch irgendwo anders ein paar Stellen befinden, weil das war, denke ich mal, nicht die einzige Stelle, die wir betreten konnten. Oder etwa doch? Ich frage mich gerade, wo es weitergeht. Müssen wir irgendwie da hochkommen. Aber die Frage ist, wie kommen wir da hoch? Müssen wir irgendwas mit den Schnipseln machen oder ist es hier? Können wir da runter? Nee, okay. Anscheinend können wir hier nichts weiter machen. Außer da. Da ist noch eine Liane, die wir ziehen können. Was sie so wohl bewirkt. Nichts. Okay. Aber da oben ist ein Baumstamm. Eine Stereoanlage. Hallo? Geht's dir gut? Oh! Da hat sie wohl auch einen Auftritt in diesem Spiel bekommen. Was eine Überraschung. Finde ich aber cool. Es passieren eine Menge seltsamer Dinge. Ja, und dieser See scheint eine heilende Wirkung zu haben. Vielleicht können wir ja dort unsere Items wieder auffrischen lassen. Oh, dieser Baumstamm verhilft uns dazu, hierher zu kommen. Aber was hat es mit dieser goldenen Kugel auf sich? Marie würde da weggehen. Aber es passiert nichts. Das kann ja nicht sein. Dann wollen wir mal diese Kugel runterholen. Erinnert mich an diese Kugel aus Smash Bros. Ah, was ist das? Was ist da rausgekommen? Ein Schrumpelkorn. Ein Korn, das wegen Wassermangels ganz verschrumpelt ist. Alles klar, dann würde ich sagen, gehen wir zu dem See. In diesen Schrumpelkorn ein neues Leben einzuhauchen. Aber was ist hier? Ist das ein heiliger Platz oder so? Hallo. Und dann scheint später wichtig sein. Aber wir gehen weiter. Stopp mal. Ist das so eine Art? Ist das so eine Art Lost Woods? Anscheinend ja. Aber es geht auch nirgendwo weit.
denn hier? Und mein Joy-Con spinnt rum. Kennt ihr diesen Drift-Effekt? Den hat man den ganzen Joy-Con. Ah, wo geht's lang? Hast du auch das Gefühl, dass wir nicht vorankommen? Manchmal, wenn ich so richtig geknickt bin, muss ich einfach eine Pause einlegen, um wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Du weißt schon, einfach irgendwo sitzen, wo es schon flach und beleuchtet ist, wie auf diesem Baumstumpf da. Dann. Ey, wer ist da? Sorry, dass ich deinen Platz beschmutze. Du kannst doch nicht einfach so auf den Kopf von unserem Gevatter Stumpfentrunk sitzen, Bürschchen. Stumpfentrunk. Ja, genau, er ist der Älteste dieses Waldes, Junge, Alter. Etwas Respekt, wenn ich bitten darf. Er hat Zweige, die älter sind als du. Sorry, Mann, ich habe ja Respekt vor älteren Menschen. Und es ändert gar nichts, dass diese Pappnasen ihn einen Baumstamm kürzer gemacht haben, denn er ist jetzt aus härterem Holz geschnitzt. Danke, meine Lieben. Ihr seid gute Kinder. Und du, junger Mann, kehr um und sag deinen garstigen Papierfreunden, wie es um mich steht. Seit ich auf dem absteigenden Ast bin, habe ich nicht mal genug Kraft, um euch Jungspunden Manieren beizubringen. Ja, genau, sag's ihnen. Seit ihm übel mitgespielt wurde, ist unser Gevatter Stumpfenstrunk nicht mehr der alte. Deswegen ist er sauer auf euch, flache Papierleute, die Bäume in der Blüte ihrer Jahre klein sägen. Schämt euch. Ach so, und noch etwas. Du brauchst Gevatter Stumpfenstrunks Erlaubnis, wenn du diesen Wald jemals wieder verlassen willst. Da du also schon einmal da bist, mach's dir gemütlich, wenn du bleibst. Denn du bleibst für immer hier. Alter, mein deutsches Kraut. Für immer? Das ist richtig lange, glaube ich, und das schaffe ich doch nicht. Also, Gevatter Stumpfenstrunk, wir gehören nicht zu den Leuten, die in das. Ach so. Ups. Falsche Stimme. Ich bin auch nicht mal aus flachem Papier, sondern Origami. Was denn? Origami, sagst du? Meine Augen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Apollo hat mir zwar eine bessere Brille versprochen, aber die ist bis heute nicht angekommen. Nun, wenn das wahr ist, dann könnt ihr mir vielleicht helfen. Wenn es euch gelingt, meine Energie wiederherzustellen, ließe ich euch wieder eures Weges gehen. Das ist richtig großzügig von ihm. Ehrlich, ich wünschte nur, ich wüsste, wie man ihre Energie wiederherstellt. Aber wir sind gerade selbst ziemlich in Eile, also werden wir unser Bestes tun, um ihnen zu helfen. Na gut, wenn ihr Gevatter Stumpfenstrunk helft, dann dürft ihr auch noch etwas herumwandern. So, bitteschön, ihr könnt euch jetzt entlang des Berges frei bewegen. Entfernt euch aber nicht zu sehr, die Suche nach dem Gedeihkorn hat oberste Priorität. Es heißt, dass man nur damit Gevatter Stumpfenstrunks Energie wiederherstellen kann. Viel Glück! Naja, wir haben genau dieses Korn gefunden und waren gerade auf dem Weg zum See, um, wie gesagt, dies wieder aufzufrischen. Schnurrbart-Alarm! Was der wohl hier will? Alter, jetzt hört auf zu lästern. Ihr seht ja schlimmer als gewisse andere Klassenkameradinnen oder. Ja, andere. Junge, Alter, das kann ich nicht leiden, wenn andere über andere lästern. Gut, ich bin auch nicht. Ich habe auch keine reine Weste, aber. Man sollte es nicht übertreiben. Und wir haben Gegner. Scharenschlacht. Wir haben ja auch im letzten Part den ersten Kampf in dieser Scharenschlacht gemacht. Und wissen bereits schon Bescheid, wie dieser abläuft. Hey, unser erster Kampf ist jetzt schon wieder total lange her, oder? Ich glaube, ich weiß noch, wie das alles funktioniert. Wie sieht es bei dir aus? Versuchen wir es doch mal. Also ich bin nicht dumm, Olivia. Ich weiß noch, wie das geht. Keine Sorge. Na gut, bisher sieht alles bekannt aus. Du musst diesen Fallschirm anordnen, weißt du noch? Ja, du musst es mir nicht nochmal erklären. Diese Gummis sehen aus, als können wir sie in einer Reihe anordnen.
Du weißt doch, wie man die Ringe bewegt. Du musst einfach. Ich lass dich mal machen. Dankeschön. Wir können nämlich diese Goombas, beziehungsweise diesen Goomba, wieder zu den anderen schicken, um damit eine gewisse Kombi herbeizurufen. Du hast sie richtig angeordnet. Gute Arbeit, Mario. Versuch das jedes Mal so zu machen. Und damit können wir auch 1,5 mal mehr Schaden machen, als wenn wir einfach nur die Goombas so lassen würden, wie sie vorher angeordnet waren. Und hier lohnt sich auch der normale Sprung. Also los! Genau, wenn sie in einer geraden Linie stehen, kannst du einfach mit deinen Stiefeln draufspringen, auf einen nach dem anderen. Und weil die Anordnung so toll ist, sind deine Angriffe 1,5 mal so stark wie normal. Oh, ich hatte schon Aktionsbefehle erwähnt. Wenn du A drückst, sobald du auf einen Gegner landest, wird der Angriff noch stärker. Probieren wir es einfach mal aus. Drücke A, wenn du das Symbol aufblitzen siehst. Ja. Hier gibt es also auch das wohlbekannte Action-Kommando. Supi, Sprünge auf derart toll angeordnete Gegner machen so viel Spaß beim Anschauen. Wenn du in einem Kampf mehrere Gegner Aktionsbefehle ausführen kannst, sag doch einfach Action-Kommandos. Sind deine Gegner im Ratzfatz Konfetti. Ja, und da es hier mehrere Wellen gibt, sind die Kämpfe etwas länger. Oh, noch eine Scharfhaltschergen ist aus dem Nichts aufgetaucht. So, und bei denen lohnt sich natürlich der Hammerangriff, wenn wir sie richtig angeordnet haben. Diesmal haben sie sich ja etwas anders verteilt. Wir sollten sie also in einer bestimmten Weise anordnen. Du weißt, was zu tun ist, oder? Aber sicher doch, Olivia. Nein, nicht so. All diese Steuerung. Ne? Und zack. Die Angriffskraft wurde wieder erhöht. Gut gemacht, Mario. Du bist ja richtig gut darin. Also, wähl die richtige Waffe. Ja, ich würde mal sagen, wir nehmen den Hammer, ne? So wie wir es beim letzten Part gelernt haben. Ganz genau. Jetzt, da sie so nahe zusammenstehen, haben sie keine Chance. Und es gibt sogar noch mehr gute Nachrichten. Du kannst auch mit dem Hammer Aktionsbefehl ausführen. Wenn du ihn schwingst, siehst du hinter dir einen Farbwirbel. Drücke A, wenn er am größten ist und am hellsten. Bist du bereit, es auszuprobieren? Dann los! Drücke A, sobald es auf dem Bildschirm A angezeigt wird. Ja, ich beherrsche das Action-Kommando so gut, wie es geht. Keine Sorge. Ah, das war klasse. Du hast alle vier Gumbas mit einem einzigen Schlag geplättet. Es gibt noch eine andere Art von Aktion, die ich auch total wichtig sind, also wichtig finde. Wenn Gegner dich angreifen, drücke A kurz bevor sie dich treffen, um zu blocken und den angerichteten Schaden zu verringern. Ach ja, da du übrigens auf einen Fernseher spielst, dessen Verzögerung vorhanden ist, ist es ein bisschen schwierig, aber du kriegst das hin. Los, Mario, ordne einfach weiter die Gegner an und verwende Aktionsbefehle. Ich werde einfach Action-Kommando sagen. Weil dieses eingedeutschte Wort ist für mich ein bisschen anstrengend. Ja, das ist ja toll, wenn man Fallschirm besiegt, da gibt es eine Riesenmenge Schnipsel. Und bei den ganzen Löchern hier können wir alle brauchen, die wir finden, würde ich sagen. Eigentlich toll, wir werden einen Gegner los und bekommen noch Schnipsel. Wenn sie explodieren, ist das wie auf einer Party. Weiß schon. Trotzdem, wie kann es sein, dass es so tief im Wald Fallschirme gibt? Ob sie einfach überall herumlaufen und Unheil anrichten? Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl wegen dieser Sache. Ja, und ich bräuchte mal eine Pause. Von den ganzen Gelese und Gerede wird langsam meine Stimme heiser. Und wie wir auch schon sehen konnten, gibt es statt Erfahrungspunkte diese Schnipsel. So wie in Paper Mario Color Splash, wo man nach einem gewonnenen Kampf Farbkleckse bekommen hat, die man dann für diese weißen Flecken einsetzen konnte, um diese zu füllen mit Farbe. Was ich ziemlich schade finde, weil irgendwie nimmt es diesen Sinn, Kämpfe zu starten, einfach. Ja, raus. Also es macht eigentlich keinen Sinn mehr, irgendwelche Kämpfe zu starten, weil man nicht mehr wirklich was dafür bekommt. In Deutsch ausgedrückt, man wird nicht richtig belohnt dafür. Mit Erfahrungspunkten, sondern eben halt mit diesen Schnipseln und Münzen. Und ja. Oh nein, die Fallschirme sind überall verteilt. Es ist unmöglich, sie mit nur einer Aktion richtig anzuordnen. So werden wir
Alter, so werden wir jetzt zerknüllt, bevor unser Abenteuer überhaupt richtig angefangen hat. Wie gemein! Jo, wir haben anscheinend pro Kampf eine gewisse Anzahl an Zügen. Moment mal, siehst du das? Unter Ringzüge steht eine 2. Dann hast du ja wohl in deinem Zug zwei Gelegenheiten, die Ringe zu bewegen. Wenn wir die Ringe in manchen Kämpfen zweimal bewegen dürfen, dann ändert das alles. Na gut, mal überlegen. Du könntest also mit dem da anfangen und dann. Die Ringe überlasse ich dir, Mario. Los, du schaffst das. Genau. So. Dann würde ich den Gumba auch richtig anordnen. Zack. Und dann radieren wir die mal aus. Bam. Und weg mit euch. Ihr habt keine Chance. Okay. Wie gesagt, die Kämpfe werden am Anfang nicht so schwer sein, aber im Verlauf des Spiels werden wir natürlich auch gewisse herausfordernde Kämpfe haben. Jo. Also, dieses Erfahrungspunktesystem, das dies fehlt, finde ich jetzt nicht so gut. Das macht das Spiel ein bisschen wie Color Splash und Sticker Star. Was ich nicht so gut finde. Aber gut, wir müssen uns damit abfinden. Mal schauen, ob Paper Mario Origami King trotzdem gewisse Elemente aus den ersten Paper Marios besitzt, die das Spiel ein bisschen von den anderen wieder abhebt und sich den anderen älteren anpasst. Und was auch noch wichtig ist, gewissen Figuren einen gewissen Charakter verleiht und sie nicht generisch ausfallen lässt. So wie in den letzten Paper Marios. Ich würde sagen, ich gönne mir erstmal eine Pause, weil, naja, commentary-technisch wird das nicht besser. Und ich würde sagen, das war's mit diesem Part. Wir sehen uns im nächsten wieder. Bis dahin. Ciao. Thank you.